Seite mal von 50 Kubik Roller. Freiheit, wie ich meine. Ich habe leider keinen Führerschein, ich weiß nicht, ob man mich hört. Aber ich liebe es. Wenn schon das Motorrad, dann wenigstens sowas hier. Einfach nochmal so zum Spaß. Ich weiß gar nicht, wie stark man damit in die Kurve gehen kann, ohne dass er aufsitzt. Ich würde ja gern viel schneller fahren, aber ich habe noch gar kein Gefühl dafür. Hat mal auf einer, was weiß ich, richtigen Motorrad oder mit 320 über die Autobahn heizt. Aber auf dem Mikroler ist es irgendwie peinlich. Deswegen soll es auch ein kurzes Video werden. Super. Da darf man schon mal nicht weiter. Na komm. Berganfahren, ihr habt es ja eben schon gemerkt. Und weit gucken kann man links nicht. Oh, leck mich am Arsch, na komm. Also ich sag, das stimmt an der Vergasereinstellung was nicht. Bei angeblichen Bekannter von meinem Vater das nach oben geschraubt hat. Aber Spaß macht, scheiße, was geht. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Das nächste Mal, wenn ich das auch mal mache, auf meinen Kanal hochlade, nehme ich ein Mikro mit. Der Spiegel verdreht sich immer. Ich probiere es mal bergauf fahren. schon mal mit dem Waffending gehabt. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? M5. Hat aber V9 auf dem Kennzeichen. V8 gab es wohl nicht. Ja komm. Ja komm. Ja komm, da geht doch was, oder? Ja, 30, also man merkt schon, zwischen Problem und Berghof. Und so gerade Fahrt. Nee, aber das tue ich nicht an. Da vorne wird es natürlich noch steiler, glaube ich. Scheiße, dass ich kein 125er Roller fahren darf, noch nicht mal 80er. Meine alte Mutter, die sich nicht auf dem Fahrrad traut, weil sie umkippt. Die darf. Das ist doch krank, oder? Jetzt aber macht er ganz gut, oder? Man merkt irgendwie, dass der Motor, glaube ich, verschlossen ist, oder? Ach, keine Ahnung. Ich muss noch mal den scheiß Spiegel hier festschrauben. Ja super, so ist er fest. Muss ihn in der Haltung haben. Dann festdrehen, aber dafür bräuchte ich jetzt einen 6-Grad-Schlüssel. Ah. So passt. Ah, komm. Kein Verbot, oder? Doch. Schade, dass man so Wege nicht fahren darf, oder? Das würde doch viel, viel mehr Spaß machen. Aber leider verboten. Deshalb wieder umdrehen. Ich sage, er läuft unrund. Und er läuft doch keine volle 45. Mal gucken, was bergab geht. Also was bergab abgeht. Hoppala. Nee, das mit denen auch noch durch. Stadt, wo man Berufsverkehr mitschwimmen kann, als für Landstraßen. Für Landstraßen kann man damit sollte es auch gewesen sein. Jetzt, wie geht das auf? Ach so, ja. Aber hübsches Ding, oder? So dieser Retro-Stil. Hoppala. Nun denn, ich hoffe, es war mal ein interessanter Ausflug, oh ja, läuft noch, in die Welt des Zweirads. Heißer Ritt auf zwei Rädern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kriege nicht so viele Daumen runter. Tschö.